Willkommen zu einem neuen Video auf Video Skies. Heute geht es leider Gottes um Schadensbegrenzung. Ich habe hier mal ein paar Wege wieder eingebaut und wir haben aufgeräumt, ein bisschen Fußboden verlegt und anscheinend dabei hier beim Storage Controller unten was falsch eingestellt gehabt. Unser System ist voll gelaufen. Es stand auf Extract Only, also hat nichts reingepumpt. Wir machen das jetzt mal umgedreht und machen mal Insert Only. Und hier lief allerdings alles voll. Schnell mal noch umständlich ein Disk Drive gebaut. Nimm jetzt einfach mal alle Disks raus. Packen die hier rein. Und lassen das verschieben. In der Hoffnung, dass es von den Platten, was jetzt drin ist, was hier reingehört, hier reinpackt. Dass die Platten leer werden. Weil, wo ich offline gegangen bin, waren hier Platten rot und der Rest alles blau. Das haben wir irgendwo 60.000 mal, naja, 600.000 Items auf Lager gekriegt. Ja, hier hatte ich dann oben umgebaut. Die Truhe weg. Ich habe gedacht, das können wir alles verkürzen. Wir hatten drüben einen Motor gebaut für die andere Anlage. Habe jetzt noch einen nachgebaut. Wird auch besser als Wind, besser als Wasserräder, läuft schneller. Läuft auch schneller. Die waren mal zwischenzeitlich kurz leer, nachdem ich hier auf Geschwindigkeit 96 hatte. Oder 64 hat es auch schon leer gezogen. Jetzt ist wieder hochgelaufen, also 48 reicht. Auf jeden Fall geht es schneller. Hauptproblem war der Umbau, und war, wieso auch jetzt sonst wieder dies hier steht. Wir haben, oder der eigentliche Plan war, hier weiterzumachen. Wo ist es? Ja, beim Mechanismus Polonium. Polonium braucht man ja am Ende das Flüssige. Das macht man aus Nuclear Waste. Das macht man wieder aus Bienen, was wir noch nicht haben. Im Fissionwerk. Dort braucht man Fissile Fuel. Fissile Fuel kriegt man aus Uranium, Hexaoxid bzw. Hexafluorid. Und wo ich nachgeguckt habe, war letzte Woche, war kein Uran da. Überraschenderweise. Wundert, warum kein Uran da ist. Alles nachgeguckt. Wo ist Uranium, kriegt man hier raus. Amethystmesh. Wir haben Amethystmesche gebaut. Ja, wir hatten welche gebaut. Aber nur für die zwei. Ne, beziehungsweise 1, 2, 3, 4, bisher her. Hier waren überall Amethystmesche drin in den Dreien. Bei Dust und Sand mit Wasser waren Malastil-Meshes drin. Auch nicht verkehrt, das ist auch schon eine Stufe besser. Aber hier vorne bei Dainswen waren die Standard-Andesit-Meshe drin. Die habe ich dann mal abgegradet. Auf Erde. Amethystmesh. Jetzt kriegt man Uran. Jetzt klappt alles. Problem dran ist, ich habe ja den Weg hier verlegt. Ich habe wirklich vergessen umzustellen. Und jetzt läuft alles voll. So. Speed angeht. Irgendwann mal für die Maschine hier hinten das Backup jetzt gebaut, auf immer vergessen einzubauen. Das geht doch nicht viel schneller. Liegt daran, dass hier alles gemischt ist. Also machen wir halbe. So, jetzt lasse ich das leer ziehen und hoffen, es wird alles hier reingepumpt. Gut, der einzige Vorteil durch die ganze Woche, was es jetzt lief, wir haben 50.000 Bahn oder 45.000. Und was war das zweite Fluorid? Was ist das hingekommen? Hier haben wir jetzt 11.000. Sulfur, was wir auch brauchen wegen Sulfur, also Oxide. Wie heißt es richtig?
Ja, wegen dem Asset. Wegen der Säure. Und zwar, die Säure ist am Ende ja. Sofort das. Also Hauptbestandteile davon sind Uran, Fluorid und Sulfur. Schwefel. Aber wenn man natürlich so einen Mist macht wie ich jetzt gerade, muss man gucken, wie man weiterkommt. So. Priorität Nummer 1 bleibt. Pumpen wir das mal alles hier rein, beziehungsweise ins System. Ich hoffe mal, das funktioniert. War natürlich eine schöne Pleite. Mal kurz rüber, vielleicht können wir nebenbei schon ein bisschen was anfangen zu bauen. Da hätte ich schon die Löcher ausgehoben, wo was hin soll. Zwecks Orientierung, wegen der Größe alles. Ja, aber dass dann das Uran alle war, oder beziehungsweise wir noch keins hatten, war natürlich nach ein kleiner Schock. Dann mal schnell alles umgebaut, dachte es funktioniert und dann wieder was vergessen. So. Für den Fissile-Reaktor hatte ich schon mal die Casings hier ins Autoköften gesetzt, dazu ein Board und die Rods, wie bei Big Reactor Rods. So, ich hatte gedacht, den machen wir 5x5x6 hoch. Da brauchen wir 4x4 16 und 25 30. Machen wir 40 solche Casings. Zu ein Port, Eingang vom Fissile Fuel, ein Eingang Wasser, einer Ausgang Dampf, Wasser als Zusatz und noch einer. Und auch in das ganze Komponentenreich, wenn das abgeklemmt ist, auch so wie das jetzt funktioniert hat, dass nichts gefehlt hat, ist ja genug Reserve im System drin. Ja, das wohl. Ups. Na gut. Wenn es nur aus Stahl ist, was fehlt. Ja, ist nur aus Stahl, was fehlt. Bei Stahl haben wir hier irgendwo. Ah, gut, haben wir bloß noch 700 gehabt. So. Stein. Was? Hier wollten wir jetzt bauen vier Stück. Die gehen ja nur von unten bis oben. So. Dann bauen wir die mal schnell nebenbei auf. Da hoffen, dass die Platten jetzt leer gezogen werden. Irgendwann wieder Platz im System herrscht. Sollte aber mal rechnen. Ja. 25 ist eine Platte. 25, 50 und 16, 70. So, ja, hier in der Mitte. Reicht, weil der Säufer im Hintergrund. Im Hintergrund läuft, brauchen wir nicht so viel. So, wir brauchen als erstes, das ist der Wassereingang, das kommt hierher landet. Ich muss schon noch eine Idee tiefer machen, da kommen Mechanismenpumpen hin. Eingang hier, dann kommt hier der Eingang für das Fissile. Hier kommt der Ausgang für den Waste, das ziehen wir dann gleich mit hier rüber. Und einmal wieder Eingang vom Wasser oder Ausgang vom Wasserdamm. So, was ist das denn? Eindeutig viel zu viele Werkzeuge. Hä? Mein Mechanismus drin. Fertig. Weg ist es.
Input Only müssen hier unten sein. Das wird Output Waste. Das wird Output. Das wird Input. Ja, hier geht es dann raus. Funktioniert oder nicht? Naja, hat nicht funktioniert. Wenn das ist. Müsste der rauskommen. Nee, wenn es auch nicht anklingt, also muss es nicht rauskommen. Kontrollrohr, der fehlt. Stimmt, denn der muss oben hin. Aha, würde gehen. Sonst wär's nicht fertig gewesen. Oh. Mann, rausgucken. Nee, jetzt bin ich recht. Mann, hallo. Was war denn das? Ach ja. Ja, Multiplayer. Ah ja, cool. So, Wasser, okay. Team, okay. Base, so, komm mal. So. 3x3x4, wir haben 5x5, also passt. So, jetzt, so, Häuser haben wir. Die Dinger dürfen nicht oben rein. Das war's bestimmt. Oh, beim letzten habe ich so oben reingebaut. Ach, muss ich mal vergessen.
Wir haben hier also Wasser von der Seite. Steam haben wir nicht. Bisschen Fuel kriegen wir rein. Das ist hier vorne. Der Rack geht doch schon wieder da. Jetzt mal zugucken, was man jetzt verkehrt. Sonst habe ich das nur aus dem FF hingekriegt. Rain Fishing Recreation. Jo, Hammer. Ich glaube, das war ein Hammer hoch. Welche Glas? Oh, noch gerne mal gucken. Hm. Wie viel ist denn das Inside? Ja, haben wir auch. Und dann oben. Euro ist im Euro. So. Input ist hier vorne. Waste Output ist nur 7. Input ist hinten. Heat Coolant Output ist unten. Jetzt sind wir ins Team. So. Alles gut, Glas, Erde. Reaktor. Reaktorglas. Okay, wir haben das falsche gebaut. Ach ja. Leidliches Problem, wenn es zu viel Glas dort bei einem Mod gibt. Ach so, wie sieht es überhaupt in den Festplatten aus? Wir brauchen halt. Ja. Oh. Glas. So, ich warte. Platz hier oben. Hier rein. So, Reaktorglas 64 brauchen wir auf jeden Fall irgendwo. Any Multiblock ist ein Bomb 1. Reinforced ist es auch. Na ja, gut, das ist jetzt. So, dann brauchen wir natürlich. Achso, die Pumpen. Warte mal. Zwei Pumpen einstellen. Nein, doch billiger als gedacht. Was?
Dann brauchen wir auf jeden Fall Ruhe. Hier haben wir noch. Pumpe. Also drei Pumpen, 3 mal 8. Ja, 24, 20. Also müssen schon mal alle positiv. Gut, dann müssen wir das jetzt weiter. Vielleicht jetzt baut ab. Das System wird leerer, hoffentlich. So, also müssen wir hier auf jeden Fall das andere Glas noch reinmachen. Dann hier kommen die ganzen Maschinen davor. Der Output ist dann hier für Uran, Chlorid und Sulfur. Hier kommt das. Das kommt dann hier vor. Die Turbine kommt hierher, kommt mit der Plugbahn. Oder wir ziehen hier oben Kabel rüber hier als Einspeisung. Der macht auch nichts mehr. Ist die Blüte abgegangen. Oh, es wird immer schlimmer. Oder waren das diese Langfinger hier rumfliegen? Und zwar der Endermännliche, die Blume geklaut haben. Oh, das läuft. Oh, das sieht zu voll aus. Leckt's wieder. Ja, es geht gerade gar nichts. Ups. Ja, was? Das soll jetzt mal voll laufen. Weil wenn der läuft, brauchen wir eine Energieabnahme und das soll eigentlich der Strom hier werden. Aber der jetzt schon 80% voll ist, wird's gewaltig eng. Entweder wir bauen dort neue Batterien rein. Wir haben jetzt bloß die roten, dann haben wir noch blaue und lila. Advanced und Action. Wir haben dann auch Elite und Ultimate mit Action Cells. Advanced haben wir gerade drin. Die haben da nochmal das 9-fache. Wird eigentlich schon eine Stufe reichen. Das könnte man noch machen. Beziehungsweise werde ich dann noch machen. Weil wenn der Strom, also Dampf produziert, braucht der einen Abnehmer und der Abnehmer braucht einen Stromabnehmer. Wenn das nämlich voll läuft, funktioniert es nicht weiter. Ja, dann müssen wir das auf jeden Fall das noch erweitern. Hier weiterbauen. Und hoffen, dass ich das Problem mit unserem Speicher gelöst kriege. Das sehen wir dann im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss.